Willkommen zurück bei Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2008 GM-Mode. Wir sind bei der zweiten SmackDown-Ausgabe angelangt, nachdem ich mir in der letzten Episode erstmal dazu entschieden habe, doch dem Guide erstmal ein bisschen zu folgen, damit ich etwa eine kleine Struktur in das Ganze bekomme, damit ich mich erstmal ein bisschen zurechtfinde und ich überhaupt weiß, was ich machen soll. Wie gesagt, nicht vergessen, in den Kommentaren bzw. in der Videobeschreibung findet ihr Links zu den Votings, wer aus dem Roster soll, wer rein soll und so weiter. Ich kenne das Ganze mittlerweile. So, wir gucken uns die Matchcard an, beziehungsweise ein Match werden wir uns komplett angucken. Hier seht ihr die ganze Card, alles Fäden-Matches, wie es aussieht oder wie es eigentlich auch sein sollte. Daniel Bryan erstmal in der Fäde mit Dean Ambrose. So, das sollte eigentlich, sollte um nichts gehen, genau, ich erinnere mich. Dann lassen wir das Ganze nochmal simulieren. Und wer macht das Ding? Es ist Daniel Bryan. Das ist gut, den wollen wir pushen. Wie gesagt, der soll ins Main Event Picture. So, Seth Rollins und Roman Reigns. The Shield gegen Ultimate Warrior und Big E Langston. Und das sollte eigentlich ein WWE Tag Team Championship Match werden. Aber wie es scheint, ist Seth Rollins noch zu unbeliebt dafür. So, und deswegen gewinnen auch Warrior und Big E. So, dann war hier der Promo-Slot der erste, ich weiß nicht mehr ganz, was da war. Und es geht jetzt um die Cruiserweight Championship. AJ Styles gegen Rey Mysterio mit Franz an der Seite. Rey Mysterio und Franz haben eigentlich eine Fehde am Start. Aber Franz kann ihn noch nicht für die Cruiserweight Championship antreten lassen, da ihr wisst schon, da er noch zu unpopulär ist. Von daher, lassen wir auch dieses Match simulieren. Es geht um die Cruiserweight Championship. Und wer ist der Glückliche hierbei? Simulieren? Ja, bitte. Und Rey Mysterio macht das Ding und bleibt weiterhin Cruiserweight Champion. So, Hulk Hogan gegen Rob Van Dam in die United States Championship. Die sind auch in der Fehde. Und er macht das Ding. Rob Van Dam verteidigt erfolgreich. Jetzt kommen wir zum Main Event. Edge und Undertaker für die vakante World Heavyweight Championship. Und wir küren jetzt den ersten World Heavyweight Champion. Hier im GM-Mode, im Steel Cage. Lassen wir das Ganze nochmal simulieren. Here we go. Und da sehen wir auch die Frau vom Undertaker. So, für den Undertaker ist eine Mod am Start. Für Edge ebenfalls, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum komplett oder zum aktuellen Roster immer. Und welche, wo ich die Mods her habe. Und dort geht's los, da sehen wir Edge. Und hier sehen wir den Undertaker. So. Edge, das müsste das Model von SmackDown vs. Raw 2011 sein. Und Undertaker, wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Texturmod über Heidenreich gemacht worden. Man weiß nicht so ganz. Ist jetzt Pin und Submission an? Ich weiß nicht ganz, aber erstmal werde ich das Ganze wieder ein bisschen kommentieren lassen. Oder werde ich es kommentieren. Airdrop jetzt hier vom Undertaker. Und das sollte hier keinen Lags geben. Wie gesagt, ich spiele das auf dem Emulator, deswegen habe ich auch die ganze Möglichkeit, das so einfach zu machen mit Mods, Cheatcodes und so weiter. Ich könnte theoretisch auch mir Leute direkt ins Roster holen, ohne draften zu müssen und so weiter, aber dann geht auch irgendwo der Spaß verloren, beziehungsweise dann geht das Spiel auch irgendwann komplett verloren und das wollen wir nicht. So, jetzt geht's weiter mit dem Sidewalk Slam vom Taker, sehr schön gemacht. Der hat natürlich sein Standard-Moveset hier am Start. Mal gucken, wie der hier weiter agieren will. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Pinfall und Submission aktiv sind. Von daher gucken wir einfach mal, wie das Ganze ausgehen wird. Oh, der Low Blow jetzt. Die Q ist auf jeden Fall aus. Die Q hier von Edge. Und der zeigt jetzt hier, nein, wirklich Contact vom Taker. Ich muss immer gucken, wie ich das unterteile, denn die Matches gehen ja ziemlich lange, wie es scheint. Von daher kann es sein, dass wir dann eine Episode mal ein bisschen mit dem Textzeug machen und dann die andere Episode uns ein Match angucken, wie auch immer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Prinzip gut findet oder ob ich die Matches überhaupt nicht simulieren lassen soll oder ob ich manche davon spielen soll, weil eigentlich ist es ja irgendwie doof, wenn man das Ganze spielt, hat man ja Einfluss darauf. Außer wenn ich jetzt meinen eigenen Core spielen soll, dann kann ich es irgendwo verstehen, wenn ich mich selber pushen will. Man weiß nicht so ganz. So, Headbutt hier ist der Punch ins Gesicht von Edge und Taker hier. Gibt es irgendwie eine Einstellung, dass man die Matches schneller machen kann? So wie in WWE 2K14, dass man schnell, normal und episch spielen kann. Ich glaube, man kann die Dingsgeschwindigkeit einstellen. Oh, und wenn man davon, wenn ich davon sprechen wollte, von der Finisher-Geschwindigkeit, dann bekommt der Taker auch schon einen Finisher und setzt jetzt hier den Tombstone Power Driver an und da kommt er auch schon. Oh Gott! Direkt auf den Kopf und jetzt muss er hoch. Jetzt muss er hoch. Geht er hoch? Nein, er setzt einen Elbow hinterher, komischerweise.
Ja, ich glaube, man kann einstellen, dass die Finisher schneller erreicht werden soll. Erreicht werden sollen, wenn mich nicht alles täuscht. So, Taker jetzt hier erneut. Er ist gut am Start heute. Und wenn das weitergeht, dann ist der Taker der erste World Heavyweight Champion hier im GM-Mode bei Franz Zockt auf youtube.com/derFranzZockt. Euer, your place for daily base, for your daily dose of wrestling games. Basis, ja. All you need is a wrestling game. Falls ihr immer noch, oder falls ihr meinen Channel noch nicht so kennt, 16 und 18 Uhr. Neue Wrestling Games Videos, 16 Uhr kommt immer was mit WWE 2K14, 18 Uhr aktuell der GM-Mode von SVR08, so wie ihr es gewotet habt, denn für SmackDown vs. Raw 2008 wurde gewotet, denn ich lasse immer entscheiden, welches Let's Play um 18 Uhr kommt, außer es kommt irgendwie ein aktuelles Spiel. Wenn jetzt zum Beispiel WWE 2K15 rauskommt, dann kommt auf jeden Fall das um 18 Uhr, oder wenn demnächst Five Star Wrestling rauskommt, kommt das auf jeden Fall um 18 Uhr. Und jetzt kann der Taker eventuell schon das Match gewinnen? Der ist ja schon fast an der Kante. Edge. Und ist schon fast über den Kiwi, aber Edge, der muss hochkommen. Der muss hier irgendwas reißen können. Nein! Taker gewinnt das Match. Edge leider zu langsam. Und wir haben einen World Heavyweight Champion mit dem Undertaker. Herzlichen Glückwunsch. Applaus für den Undertaker. Sehr schön gemacht. Wir haben Tombstone Pile Driver. Und der Taker jetzt also der erste World Heavyweight Champion. Herzlichen Glückwunsch. Weiter. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Und dann gucken wir uns mal, das ging jetzt kürzer als gedacht, ne? Gucken wir uns mal an, wie das Ganze so jetzt verlief. So. Bestätigen. Was sagen denn die Ergebnisse? So. 3 Sterne, 2,5 Sterne. Na komm. 2 Sterne, naja. Cruiserweight sind nur 2 Sterne, ist nur 2 Sterne fehle. 2,5 Sterne und sind 4 Sterne, immerhin. Oben 3 Sterne insgesamt. Geht schon besser. Oder wird schon besser, das würde ich sagen. Okay. Wie sieht's denn aus in der aktuellen Woche? Gibt's schon die neue Powerliste? Nein, gibt's noch nicht. Fortschrittsbericht. Ah, das sind bloß die Ziele, die man erreichen kann. Die könnte man mit anstreben. Wie sieht's denn bei den Fäden aus? Steht jetzt schon eine Woche, jawohl. Fanreaktion, Daumen hoch bei allen. Das freut mich sehr. Aber wie sieht es denn mit den Segmenten aus? Gab es jetzt schon irgendwas Neues? Finanzen müssten noch von der letzten Woche sein, ne? Ja, 31. Irgendwas. So, dann gehen wir doch mal in die nächste Woche. Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shearer.de. Link in der Videobeschreibung. So, wie sieht's denn aus? JBL, hast du was für mich zu sagen? Überblick. JBLs Berichte, ne. Wertungen. Fäden? Ne, er sagt kaum was. Es gibt nur so einen Tipps oder was? Ist ja doof. Finanzen. So, hier. $400.000 Einnahmen. Live-Auftritte, okay. Wieso denn Werbeeinnahmen? So, ja, okay. Pay-per-view, Merchandising, Ausgaben. Okay. Warte mal. Wir haben Minus gemacht. Wofür denn? Trainer? Wie sind denn die Trainer? Woher sind das die Storywriter? Weil die habe ich in der letzten Woche gekauft. Dennis Club. Ja, muss wahrscheinlich ein Team gewesen sein. Müsste ein Team gewesen sein. Okay, Dennis, okay. Dennis, okay, Dennis, okay. Weil die kosten ja eine Menge Geld, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Weil die kostet ja schon einer 40.000. Ja, das sind die Storyline. Leute. So, ein bisschen American Bash soll das Ganze laufen. Wie viele Sterne war es Cruiserweight? Das waren 2 Sterne. Und das müssen da 4 Sterne sein. Ich will mal eben speichern. Speichern. Und dann im Hauptmenü mal ein Stable erstellen. Weil soweit ich weiß, kann man das hier im GM-Mode-Menü nicht machen, oder? Mal gucken. Wir sind immer noch bei 0%. Um die ein bisschen voranzutreiben, müssen wir ein paar Achievements bekommen. Was gibt denn darunter? Einfache Ziele zu erreichen sind was? 5-Star-Rating, Match. Ja, 5-Star-Rating, Match. Match, Pay-Per-View-Show, Pay-Per-View-Match. Okay. 13 Wochen Rivalität, das sollten wir hinkriegen. 3 Daumen hoch Rivalität. Keine Verletzung für einen Monat. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, wo habe ich das jetzt gehabt hier? So, ich wollte einmal Fortschrittsbericht, das will ich mir nochmal angucken. Ah ne, das war Quatsch.
Fansupport, was ist das denn überhaupt? Hey, wir haben... Quatsch, wir sind ja SmackDown, Entschuldigung. Scheiße. Wir sind ja ganz hinten, was soll das denn? Habe ich den denn getan? WWE.com? Wie sieht's denn da aus? Was kann man denn da sehen? Was kann man denn da sehen? Match der Woche. Ha, da seht ihr. Da funktioniert das mit den ersetzten Selection Pictures. ECW-Wertung 3 Sterne, okay. So. Ach komm, muss das eine hier. Aus dem Match der Woche. Was für ein Hauptkampf. Was für eine Wahnsinnsshow von SmackDown. Oh, das Match hat eine 4-Star-Bewertung erhalten. Undertaker hat sich durchgesetzt. Man kann es als Match der Woche sein. Nächste Woche mehr dazu. Kann doch gar nicht runtergehen. Zurück. Doof. Doof gelaufen. Gut, dann einmal zurück. Wenn möchten. Ja, speichere ich nochmal. Ist auch kein Problem. Warum auch nicht? Ich dachte, das macht man so. Mit dem Vorherspeichern. Da habe ich mich geirrt. Das Scheiße war auch. So, speichern erfolgreich. Jo, laden wir. So. Erstellen Modi. Stable erstellen. Muss ich es wirklich hier machen, ja? So, King of the Ring. Ich hätte dann gerne Shield. Stable Name. Zurück. Feststelltaste L2. Und. Ach nee, The Shield. Fuck! Mann, Scheiß. Ja. So, The. Leertaste 4. Shield. Na? Haben wir geschafft. Mitglieder wählen bitte. Haben wir zum einen Dean Ambrose. Dann haben wir Seth Rollins oder Roman Reigns. Roman Reigns müsste als erstes kommen. Da ist er. Und jetzt noch Seth. Seth Rollins. Marvin. Da ist er. Snitsky, der Alte. Okay. Brauchen wir alles nicht. Stable Typ. Allianz. Doch. Teamwork Attribute. Die kann ich dazu packen, oder was? Ja. Kooperation. Müsste eigentlich... Ach, da ist nicht viel, was ich machen kann. Toll. Ich freue mich riesig. So. Ja, speichern, ey. Für jeden Scheiß muss man speichern. Ja, so ist das, ne? So ist das. Ach, wie gefällt euch der GM-Mode bis jetzt? Wie gesagt, ich frage ja immer, wie... Was ihr besser machen würdet. Aber ist natürlich doof, wenn man so viele Ausgaben im Voraus aufnimmt. Aber ich kann es mir nicht anders erlauben, also in der Woche aufzunehmen. Das würde ich nicht schaffen. Spielmodi. 24-7 Mode. Weiter, bitte. She-Ra. Eine schöne Band. Wie sieht's denn bei den Power 25 aus aktuell? Wir gucken nur erstmal bei unseren. Taker Nummer 1. Das ist gut. Das ist gut. Daniel Bryan auf der Nummer 4. Hey! Das ging aber schnell. Das finde ich cool. Das finde ich cool, aber ich muss Seth Rollins irgendwie pushen. So, Roman und Y2J, warum? Ach so, weil die in so einem Kack-Stable sind, ne? Eventuell soll ich die Stables löschen. Die sind bis Top 15. Ah, Mann. Dann mache ich das. Mache ich das offscreen gleich. Aber erst nochmal muss ich Popularität ein bisschen vergrößern von Seth. So, weil Roman Reigns ja anscheinend gut am Start ist mit 72. Dean Ambrose mit 71 auch ganz gut dabei. Sollte ja nach Popularität gehen, oder? Seth Rollins, ja, Vorletzter. Geht natürlich nicht. Dann hauen wir mal Seth Rollins ein bisschen, oder werden wir den mal ein bisschen pushen. Das heißt, die ganze Woche darf er Trophäenveranstaltungen machen, oder wie das heißt. Und wie sah es denn überhaupt da aus? Was hatten die da überhaupt für Matches? Kann man sich auch angucken. Okay, für Women's Championship, TLC Tornado Tag. Ah, 3 Sterne. Die hat nur 3 Sterne. Wo kommt denn da die 3,5 Sterne Bewertung her? Wie bilden die denn da einen Durchschnitt? Verstehe ich nicht. Egal. Fähigkeitenverbesserung. An dem Guide steht, das Einzige, was eigentlich wirklich zählt, ist Popularität.
Schon vorbei, ne? Hier. So, Seth. Rollins. Dann mach mal bitte. Sehr schön. So, dann nochmal. Nochmal. Und natürlich auf die Moral auch achten, ne? Nicht, dass die unzufrieden sind. So, Seth. 5 Fan-Popularität. Wie sieht's denn dabei aus? Roster ansehen. Ermüdung. Kann man da noch sortieren? So, Rob Van Dam. Naja, noch geht das hier alles. Die sollen sich mal nicht so haben, oder? Der Vertrag? Ja, das ist. Ja, ich weiß noch nicht. Das sollte denn genau auslaufen oder die. Das sollte ungefähr dann vorbei sein. Kurz bevor ich die nächste Session aufnehme, sodass ich gucken kann. Oh, die sind nur zufrieden, Batista, Randy Orton, Art Truth. Ja, die hat noch nicht so viel zu tun in der letzten Zeit, ne? Ich erinnere mich. Ist auch keine Verletzte, das freut mich. Was wollte ich sagen? Ja, damit ich dann auf euer Voting warten kann. Gut. Also, Seth Rollins, der nächste wieder. Oder nochmal dran hier. Wie sieht denn die aktuelle Linkscard aus? Offen. Okay. Gegen Trio. Tori? Gegen Bobby Roode, Michelle Regal? Das haut dann irgendwo nicht hin. Aber wenn es so sein soll. Randy Savage. Gewinnt in einem Nether-Threat-Match gegen Ziggler und MVP. Okay. The Rock und Mickey James gegen Melina und Kelly. Wie kommen denn die Matches zustande? Versteht nicht. Ich habe doch bloß von 2 Diven das Geschlecht geändert. So einfach geht das hier. Und das Main Event ist hier. Naja, ich sehe, der bestätigt sie anscheinend am besten gerade, oder? Ja, 3,5 Sterne. Ryback, Angel Lethal und Sheamus. Interessant. Na, Moment. Popularität. Haben wir das wieder. Warum anderes probieren, wenn das andere gut funktioniert, was? So, und 10% Ermüdung. Ja, komm, einmal machen wir das Ganze noch. Und dann stellen wir in der nächsten Ausgabe die SmackDown-Card wieder zusammen. Für den Termin. So, Seffi. Riesenerfolg. 8% auch noch. Aber ich glaube, ich muss dann sogar noch eine Woche warten, bis er den Power 25 ist. Und dann geht das erst, oder? Bin nicht ganz sicher. Aber wenigstens sind wir in der Top 4. Aber ich will, das soll Top 100 sein. Wie sieht es denn aus mit ihm hier? Popularität bei 92. 88, 91, 92. Geht wohl in der Popularität, wie es aussieht. Okay. Kriegen wir hin. So, wo ist denn jetzt Seth Rollins positioniert? Zufrieden, glücklich? Naja, habt euch mal nicht so Randy Orton an Schuh von Batista. Popularität. So, wo haben wir Seth? Was ist er denn? Doch, der müsste jetzt auf jeden Fall mit am Start sein. Das wird etwas ermüdet, aber das sollte schon gehen. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Ich mache die ganzen Stables weg, die unnötig sind. Sehen uns dann. Daumen hoch, wäre cool. Euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.